Leute, willkommen zurück zu Pokémon Ranger, gefallen wir allen ja. Letzten Part wurde ich zum Top Ranger erkoren. Jeha! Ganz offiziell war das, hey. Meine Güte, und mein Freund Kumpel Bodo, der damals auch in der Schule war, in der Ranger Schule, ist auch mit der Partie. Er ist der 12. Top Ranger. Ich bin der 11. Ich bin nur die 11. Und ich bin 12. Ach, egal. So, es geht auf zur Hauptzentrale. Die ist nämlich ein Stock über mir. Also hinauf. Interessant finde ich, dass man rechts einsteigt, aber wieder von rechts raufkommt. Das muss irgendwo so ein Kreis sein bei dieser... Ach egal. Die Techniker hier können als Top-Techniker angesehen werden. Sie neigen allerdings ein wenig zu übermäßigen Geschnattere. What the fuck? Also gut, zeigt mal eure Manieren. Stellt euch bitte vor. Manieren an! Das sind die Techniker. Hi, ich bin Linda. Freue mich, euch kennenzulernen. Ich glaube eigentlich nicht, dass ich zu viel stattere, aber der richtige stille Typ bin ich ja wohl auch nicht wirklich. Guten Tag. Markus ist der Name. Müsst ihr euch aber nicht merken. Warte. Ich meine, ist ja nicht so, dass ihr euch noch nicht genug einbringen müsstet, ne? Das ist schon so viel, hey. Danke, Markus. Und die Rhythmia. Hallo zusammen, ich bin Rhythmia. Ich bin noch nicht lange hier, weil ich vor einem Jahr noch auf der Schule war und... Moment. Das war vor einem Jahr schon? What? Das sind 25 Parts, Moment. Wenn 25 Parts ein Jahr sind. Meine Güte. Warte mal, ihr zwei. Ihr seid der Vorarium, Bruder. Ich kenne euch doch. Was macht ihr beide denn hier? Jo, wir sind Top Ranger. Guten Tag. Entschuldige, dass wir nichts gesagt haben. Es ist tatsächlich kein Zufall, dass ihr alle drei hier seid. Es ist kein Zufall, denn dann ist es nicht geplant. Überhaupt nicht, nein. Drei weiter. Fräulein Mai von der Ranger-Schule hat uns von euch erzählt. Ihr habt auf dem Platz des Aufstiegs geschworen, euer Träume wahr zu machen. Und dass ihr alle drei in allen ihn festgehalten habt, hat euch schließlich hierher gebracht. Embrace your dreams. Eins noch. Top Ranger haben das Recht, sich selbst Missionen zu erteilen. Das heißt, Leute, Top Ranger sind selbstständig. Vertraut auf eure Erfahrung, glaubt an eure Instinkte und wisst, wem ihr helft. Ihr seid für eure Handlungen selbst verantwortlich. Das heißt, wenn ihr was Blödes macht, dann seid ihr schuld. Ja. Top Ranger müssen sich vor keinem Anführer verantworten, nur vor sich selber. Ihr solltet jedoch niemals zögern, Älteren ihren Rat zu fragen. Wenn es nötig ist. Besagte ältere Top-Ranger sind momentan Alex allesamt im Einsatz. Sie stellen überall Untersuchungen an, um das Geheimnis des Schwarzsteins zu lüften. Schwarzstein? Ach so, stimmt, das war Stein in Kongiga, ne? Ja, hast du wieder. Ah, ein Anruf. Ah, wo wir gerade von älteren Top-Ranger sprechen, hier ist ein Anruf von Siva. Ein Anruf. Siva, du bist im Chroma-Hochland, oder? Bitte bestätigen. Das ist richtig. Hey, ist alle hinter? Wäre echt nicht, wenn du dir vorsetzt, gerne etwas von mir ausrichten könntest. Hier wimmelt es nur so von Nachtschattenschergen. Das hält mich ziemlich auf. Ich wollte gerne bitten, mir ein oder zwei junge Menschen zu schicken, die mir dabei helfen, mit diesem Gesindel fertig zu werden. Verdammt nochmal. Verstanden. Ich glaube, das ist unsere nächste Mission, ne? Oder auch nicht. Wir können sie ablehnen. Vorsitzende Gera, du hast das Gespräch ja mitgehört. Da wollte ich dich sicher etwas bitten. Ein junger Mensch oder zwei, sagte er. Ja. Das soll auch zwei haben. Haare und Bruder, warum nutzt ihr nicht dieses Gelehrer Zivats kennenzulernen? Ihr unterstützt Zivat bei diesem Einsatz, diese Mission erteile ich euch hiermit. Ich hoffe, als Top Ranger ist dies keine zu kleine Herausforderung für euch. Wird schon schieflaufen. Auf zur nächsten Mission. Nein, man kann hier nicht Nein sagen. Leider. Zivat ist Chroma-Ruinen, die im Chroma-Hochland liegen. Ihr gelangt dorthin, indem ihr von Altopark aus ostwärts reist. Dort, wo ihr noch nie wart. Sivas hin... Ist hinweisen? Also, auf die dunkle Stelle aus den Kyogiga-Maschinen gefolgt. Er ist ein Draufgänger und zuweilen ein wenig unkonventionell. Außerdem ist er ein exzellenter Ranger. Na dann, auf geht's, Leute. Denn bei hier kann man ein bisschen rumschleichen und mit den Technikern reden. Der Frau Dame haben wir noch nicht geredet, oder? Sagt sie auch was? Hallo? Die Volara. Du bist der jüngste Top-Ranger, den wir je hatten. Der jüngste? Boah, ich fühle mich gleich ein bisschen älter, ey. So, hoch hier. Ich will wissen, was da ganz oben ist. Ich glaube, das ist das Dach, ne? Ja. Das Dach, Leute. Der Ranger-Vereinigung ist
Ein Baum. Ob man es glaubt oder nicht, aber hier ist ein Baum, den kann man nicht mit anklicken, also aufdrücken, das geht nicht. Hier ist Wasser. Es ist einfach nur Deko, könnte man sagen. Ein Baum. Ganz oben. Ganz oben. Punkt. Aber auf geht's, Leute. Dort, wo wir noch nie waren. Altrupak östlich. Machen wir von Sivro. Wie heißt der nochmal? Ach, egal. Irgendwas mit S-I-V. Von dem haben wir schon mal was gehört, oder? War der mal in Almia schon nahe? Ist schon etwas länger her, Leute, also nicht wundern. Und nebenbei, hier gibt es keinen Speicherpunkt. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Aber aufladen kann man sich. Nächstes etwas, ne? So, dann auf. Hi, Bodo. Ich wollte schon loslegen. Ja? Was gibt's? Halt ganz vergessen, euch noch etwas wirklich Wichtiges mitzuteilen. Top Ranger können auf gefangene Staraptor zu anderen Orten fliegen. Staraptor ist jetzt verfügbar. Könnte man sagen, somit. Ihr könnt zu allen Orten fliegen, an denen ihr schon gewesen seid, auch wenn es nur einmal war. Einmal, wenn ihr schon einmal dort wart, könnt ihr hinfliegen. Wie im Flutziputz. Klingt ein bisschen blöd, wenn man so etwas von sich selbst erzählt, aber ich werde ja Flieger der Ranger genannt. Ist halt so. Das liegt daran, dass ich so es liebe, auf meinen Staraptor zu fliegen. Ist richtig geil. Ja, Staraptor-Flug. Staraptor setzt Fliegen ein. Okay, dann fangen wir mal. Staraptor, normal Flug-Pokémon. Na dann, Fangversuch an! Pachirisu nebenbei sehr effektiv, falls Elektro ist. Wie eh und je. Elektro ist der Flug eher effektiv und macht einfach mal so 200 Freundschaft auf einmal. Moment, ich kann ja aufladen, ne? Ach, das mache ich nächstes Mal. Nebenbei, wenn man schon Kreise zieht, dann kann man den Fangkampf nicht aufladen. Das finde ich ein bisschen schlecht gemacht. Egal. Gruppe Flug, Pokestärke Flug, Kartenfähigkeit Fliegen! Es erzeugt Windböen mit seinen großen Flügen, um anzugreifen, aber das haben wir leider nicht gesehen. Werden wir sicher noch sehen, weil Staraptor fange ich mehr wie einmal. Meine Güte. Staraptor! Mit dem kann man jetzt wirklich fliegen, das kann ich euch mal zeigen. Das fängt man hier an, dann reiten wird hier gezeigt, obwohl man fliegen tut. Und dann fragt er, wohin willst du? Jo, das sind die Orte, wo man hin kann. Also das Altru-Gebäude, Alhafebrück, nach Brodelande, Friesenau, Rangerschule und nach Schickolingen. Das, was ausgegraut ist, dort kann man nicht hinfliegen. Warum nicht, weiß ich nicht, aber es ist so. Aber ich fliege jetzt noch nicht, da ich das später noch brauche. Einfach nur mitnehmen. Ein Staraptor zum Mitnehmen, bitte sehr. Ein Staraptor und das, ich meine, das Dodo, stimmt, damit ich schneller bin. Fliegen braucht man zwar nicht so unbedingt jetzt, aber es ist nett, wenn man ganz schnell wohin will. Für Aufträge oder für andere Sachen. Da ich einen Auftrag hatte, jetzt lade ich mal auf hier. Ja. Seit dem letzten Mal kann ich hier aufladen. Ja, als Top-Ranger kann man das. Und das ist jetzt so eine richtig bunte Aufladung. Ich muss bitte wieder umgehen lernen mit Aufladen. Aufladen ist wirklich krass, dass doppelte Freundschaft übergeben wird. Meine Güte, sage ich da nur. Fangen wir mit Ladung. Ja, dafür bekommt man Erfahrungspunkte. Ein paar. So. Und dann reite die los! Auf Dodo reiten! Interessanterweise kommt Bodo und Pachirisu und Staraptor alles auf Dodo! Ich will nicht wissen, was das Dodo alles tragen kann, wenn es zwei Personen plus zwei Pokémon, die eigentlich relativ schwer sind, einfach mal so reiten können drauf, ne? Und Magnetilo, nein, dich brauche ich nicht. Wenn ich was zum Aufladen brauche, dann fange ich mir Pachirisu, ne? Ein Pikachu. So. Nebenbei, zwei Einträge kann ich euch nicht zeigen, das habe ich noch gar nicht gesagt, glaube ich. Nämlich das von Staravia und von Mamfaxa. Und hier haben wir einen Auftrag, was zum Teufel? Ein Auftrag hier? Was zur Hölle? Hey, sieh mal, oben auf dem Wagen ist Klippen. Das Schild Terus bleibt manchmal stecken. Es kommt zwar hoch, aber wenn runter geht, bleibt es dann stecken, ey. Wagen ist Klippen? Oh, ein Schild Terus ist in Gefahr. Auf den Wagen skippen. Ich sollte eigentlich gar nicht erst hochklettern, aber ich kann das nicht für lange Herr Kletterpartie verstehen. Mensch, du solltest das Schild Terus befreien, machst du das? Jo, gerne, neben der Vision, die ich schon habe. Sei vorsichtig! Harper hat einen Auftrag angenommen. Jo. Auftrag angenommen, das mache ich jetzt einfach mal so knallhart neben der Mission. Ja, warum nicht? Das geht. Wenn ich schon unterwegs bin, dann kann man das natürlich machen. Ist kein Problem, Leute. Man kann einfach. Und wo war das nochmal? Wagen skippen, das war. Nicht hier. Das war. Ach man, ich schau mal auf die Karte. Doch, hier! Hä? Was zum Teufel? Egal.
habe ich einen Auftrag, aber was zum Teufel, da war doch ein Weg. Oder? Warte mal, woanders. Ich bin jetzt ein bisschen ratlos, Leute, also nicht wundern. Egal, dann mache ich halt zuerst die Mission und dann den Auftrag. Na, da rein schon. So, Altro Park nach Osten hat's geheißen. Na dann, auf geht's! Hiha! Mit einem Dodo ist nicht mehr gesperrt, ne? Es ist entsetzlich öde hier rumzustehen. Ich wünschte, ich hätte können den Pfad wieder sperren, ey. Aber eigentlich mein Pfad macht keinen Spaß. Hast recht. So. Die Chroma-Straße. Und hier haben wir schon mal das erste Pokémon, das ich noch nicht als Eindruck habe, nämlich ein Vati. Die Weiterentwicklung von Voltilam. Und das ich mir direkt trifft, ey. So. Und mit Aufladung geht's doppelt so schnell und braucht noch immer eine Menge Freundschaft. Oh yeah. Meine Güte, was brauchst du denn schon? Zählt eigentlich irgendjemand mit, wie viel Freundschaft diese Pokémon brauchen? Ich glaube, das ist eine Donner-Schock-Attacke, die allerdings ein bisschen stärker ist. Die geht nämlich überall hin, fast schon. Fast. Ein Vati. Gruppe Elektro, Pokéstärke Elektro, Fähigkeit überladen 2. Es greift mit Hilfe elektrischer Blitze an. Und gibt ordentliche Erfahrungspunkte. Auch für Rang C-Fang. So, Vati mitgenommen und weiter geht's. Und hier haben wir ein Ponyta. Das habe ich auch noch nicht. Jetzt kommen langsam wieder die Pokémon, ey. Ein Ponyta! Na dann, map, aufladen. Warten. So. Ponyta ist ziemlich schnell. Okay, mit Aufladen kann ich vergessen. Das kann ich ein bisschen vergessen, weil das ist ziemlich schnell. Und wuhu! Muss man auch aufpassen. Ich kann eine Cloud-Attacke, es kann so eine Boil-Check-Attacke, könnte man sagen. Alles drum und dran. Meine Güte, sag ich dir nur. Pachirisu! So, Pachirisu, mach so hin! Ja, bam! Immer mit Mega-Freundschaft verknüpfen hier. Ja, langsam braucht man wirklich viel Freundschaft. Gruppe Feuer, Pokestärke Feuerfähigkeit Brand 1 nur. Es greift an, wenn es Feuer aussetzt und Sturmangriffe durchführt. Ist nur als Eintrag zu gebrauchen somit. Und Level Up für mein Funcom! Yeah! Power plus 3! Läuft mal wieder und ich glaube, ich muss den Baum hier auch fällen, ne? Tackle 1. Ich brauche jetzt was mit Tackle 1. Ey! Kumpel! Das Chroma-Hochland! Geh nach Norden, dann weiter nach Norden und wieder nach Norden! Immer nach Norden, Norden, Norden! Und hier ist ein Baumstumpf, wo man zerschneiden 3 braucht? Es gibt ein paar und hier haben wir was Neues wieder mal! Ein Girafarig! Ein Psychonormal-Pokémon! Ich finde die Typkombination ein bisschen crazy, aber irgendwie auch wieder gut. So wird die die Kampfschwäche weggemacht, die Geistschwäche vom Psyche wird weggemacht. Und was ist das Schwächen hat sonst? Nicht viel, soweit ich weiß, ich glaube Unlicht, ne? Gruppe Psyche, Pokéstärke Psycho, Fähigkeit Deckel 2. Es greift mit Hilfe psychischer Kugel und psychischer Schockwellen an. Ach, psychische Schockwellen sind das? Aber wie heißen die auf Attacke-Modus? Meine Güte. So, jetzt habe ich wieder zu viele Pokémon, aber ich brauche Ponyta nicht, würde ich mal davon ausgehen. So, Ponyta, tschüss! Aber bevor ich weitergehe, schaue ich mir, was da unten im Baum ist. Da muss ich allerdings vom Dodo runter. Dodo, danke fürs Reiten. Man sieht sich bald wieder, hoffentlich. So. Danke, Dodo. Und jetzt, Girafarig, fäll mir mal den Baum da. Wir wissen, was da drauf ist. An! Bam! Was ist drauf? Ja. Ein Pikachu! Toll! Für ein Pikachu! Okay! Kann damit leben. Einen Eindruck habe ich aber schon. Eieiei. Ein Pikachu. Wieder ein. Oh, Moment, da war noch ein Baum. Ich will alles überprüfen hier. Alles überprüfen! Alles muss überprüft werden. Jedes einzelne Pokémon wird gefangen und als Eintrag verzeichnet werden. Ne? So, aufgeladen und ab die Party, ab die Post! Das ist wirklich krass mit dem Aufladen, oder? Komm schon, Leute, das ist wirklich lustig und diese Attacke kennt ich doch immer nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, was das sein könnte. What the fuck ist das? Was war denn das? Psystrahl? Hat nämlich wirklich nach Psystrahl ausgesehen, ja? Alter, die sieht mal krank aus, die Attacke. Hallo, hallo. So, wieder Erfahrungspunkte abgeschafft und den nächsten Baum antackeln, kann man sagen. Tackeln wieder den nächsten Baum auf, Girafarig! So, hier haben wir den Vati wieder, das habe ich schon. Okay, dann schauen wir, was auf diesem Baum oben ist. Mach hin und tschüss! Wildbaum wild. Ein Ninjask? Was zum Teufel? Ein Ninjask?
Das zweitschnellste Pokémon überhaupt. Und das... Wow! Was zum Teufel? Chill tut's nicht, ne? Alter! Ey, bleib stehen! Alter! Ich weiß, dass es schnell ist, aber übertreiben kann man's auch, ne? Alter, was ist das denn? Leute, Hilfe! Ich weiß, dass es schnell ist, aber man kann es auch übertreiben! Man kann es auch übertreiben! Ja, nee, ist klar, wie soll man das fangen? Ich habe gewusst, es gab ein Pokémon, das wirklich so krank ist, aber... Ich glaube, das ist einer der schwersten. Ich will dich als Eindruck haben. Ich will dich als Eindruck haben, Freundchen. Ist mir egal, wie. Ich will dich haben. Ich will dich haben. Komm her! Ja, ja, komm her, komm her, komm her! Was zum Teufel, wie schnell das ist, ey. Bleib stehen, du! Ninjask! Bleib stehen! Alter, Hilfe! Boah! Was zum Teufel? Alter. Gruppe Käfer. Wokesteige Käfer. Fähigkeit zerschneiden 2. Alter, ist das schnell. Er fliegt blitzschnell umher. Wenn die Beschreibung mal nicht reicht, hey. Es greift zwar nicht an, aber es ist wirklich schwer zu fangen. Alter, wer das mit einem Zug schafft, hey, da kann mir wieder Antwort schreiben, ey. Mit einem Zug, ne? Ist das krank? Und ohne Pokestärke. Das ist nicht nur krank, das ist crazy shit war das. Puh, Alter, war das schnell. Jetzt habe ich es auch nebenbei mit dabei, das Ninjask. Mit zerschneiden zwei, ich wundere mich immer wieder, wie schnell das ist, ey. Das ist wirklich so krank, das ist das zweitschnellste Pokémon. Hier haben wir, oh, wieder was Neues. Ein, was war es nochmal, wollen nicht sagen, das war Planas. Verdammt, war zu langsam. Die Weiterentwicklung von Samwurzel. Samwurzel? Ein Unlicht-Pflanz-Pokémon entwickelt sich zu Tengulis. Ich finde die Kühlkommission richtig, ja, geil, und es greift mit Rasierblatt an. Rasierblatt-Attacke. Moment, Pokestärke. Ja, muss nicht sein. Na dann weiter. Weiter im Dex. Ah, die Freundschaft geht doch runter. Okay, aufladen! Und aufgeladen. Jetzt geht's ab. Juhu! Okay. Ja, greif an, ist klar. Ich will dich doch nur haben. Komm doch her, Planas. Ich tu doch schon nix. Ich will nur dein Freund sein. Oder wie war das? Irgendwie so. Gruppe Pflanze, Pokestärke Pflanze, Fähigkeit Deckel 2. Geschützt durch Blätter verteilt es diese auch, um anzugreifen. Man nennt es auch Rasierblatt. Ein Planas. Warum denn nicht? Ah! Zwei brauche ich nicht. Danke, eins reicht. Eins reicht. Tschüss. Vierte. Planas. War schön. Ich kennengelernt zu haben. So, es ist noch nicht vorbei. Hier ist noch ein Dodo. Es ist ein langer, langer Weg. Und ich glaube, hier ist auch ein Baumstamm. Und ein Mogelbaum? Mogelbaum, was braucht man da? Löschen 2. Ja, ohne Löschen 2 kriegt man das Mogelbaum nicht als... Nein. Als Eintrag. Das heißt, ich brauche ein Wasser-Pokémon bei Zeiten... Habe ich jetzt Tackle mit dabei? Planas, Tackle? Ja. Dann kann ich schauen, was ein ein Baum oben ist. Und... Kabumsa! Bin da neugierig. Ein Wadribi. Danke, dich habe ich schon. Schalt langen. Meine Güte, das war noch im ersten Wald. Okay, das hier ist eigentlich nur eine Abkürzung. Also braucht man den Baum zwar vorne nicht zerschneiden. Finde ich interessant, dass es eine Abkürzung ist. Mehr nicht. Okay, auf zum Chroma-Gebirge. Die Chroma-Straße ist ganz schön lange. Die ist wirklich sehr lange. Darum sage ich, Moment. Hier auf der Mitte in der Taurus-Mehltank. Bis zum nächsten Part und ciao. Bitte rempelt die wichtig an.